Oh Gott, es ist schlimm. Es ist jetzt schon so schlimm. Oh, es ist halt jetzt wirklich lange her, dass ich das gemacht habe mit diesem Unhaul-Projekt, aber so fühlt sich gerade ein bisschen an. Leute, das ist 5 Jahre her und ich habe dieses Buch noch nicht gelesen. Es wird langsam wirklich unangenehm. Das war ein Fail, das war kein 5-Sterne-Buch. Es ist super. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einem sehr speziellen. Ich werde mir gleich mit euch 2 Videos zusammen anschauen von mir, von meinem alten Ich sozusagen. Die sind einige Jahre alt, in denen ich 5-Sterne-Vorhersagen getroffen habe. Also ne, dieses nette Videokonzept, man sagt, ey, ich glaube, diese Bücher hier geben 5 Sterne. Und dann in der Theorie liest man die und sagt dann, ob das auch stimmt. Bei mir hat irgendwie der zweite Part gefehlt. Long story short, wir gucken uns gleich 2 Videos an, in denen ich eben 5-Sterne-Vorhersagen getroffen habe. Warum ich auf diese Videos reagiere, hat eigentlich einen ziemlich einfachen Grund. Ich wollte unbedingt richtig gute Bücher lesen. Ich habe den Need nach 5-Sterne-Büchern gehabt, weil ich davon einfach zu wenig gelesen hatte bisher. Und dann dachte ich mir, hey, warum nicht irgendwie da reingucken, weil das ist total in Vergessenheit geraten über die Jahre. Ich habe da nie wieder drauf reagiert oder irgendwie gesagt, ob das gestimmt hat oder nicht. Und ich wollte mal gucken, welche Bücher ich da genannt hatte und ob da vielleicht immer noch welche nicht gelesen sind. Und dann habe ich mir aus den Büchern, die noch nicht gelesen waren, was rausgesucht zu lesen. Und das dann gelesen. Und das Konzept im Prinzip von dem Video ist, ich werde so lange lesen, bis ich ein 5-Sterne-Buch habe. Das ist so die Grundprämisse. Und alles Weitere seht ihr jetzt. Ich möchte jetzt mit euch gemeinsam auf ein Video reagieren, beziehungsweise sogar auf 2, wie ich feststellen musste. Es regnet übrigens gerade draußen sehr laut, also wahrscheinlich hört ihr das hier sogar durchs Mikrofon. I'm sorry. Das ist wirklich sehr laut. Sorry. Und es wird jetzt richtig schön cringe, weil ich habe festgestellt, dass eins der Videos, ich glaube, 6 Jahre alt ist. In diesen Videos habe ich über 5-Sterne-Vorhersagen bei Büchern geredet und habe das warum auch immer seither irgendwie nicht mehr weiterverfolgt. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht, warum ich das fallen lassen habe, aber im Prinzip habe ich das nie aufgelöst und ich bin selber sehr gespannt. Ich habe diese Videos jetzt vorab nicht angeguckt, ich reagiere da jetzt mit euch drauf. Das ist wie gesagt viele Jahre her teilweise und ich habe keine Ahnung mehr, welche Bücher ich da genannt habe. Und der Plan ist im Prinzip, unseren TBA aus diesen Büchern, die da genannt werden, zusammenzustellen. Ich weiß nicht, wie viele es nachher werden. Vielleicht werden es nachher auch nur noch 3 oder so, dann passt das wunderbar. Dann nehmen wir genau diese 3. Wenn es mehr werden, muss ich mir was überlegen. Aber auf jeden Fall schauen wir uns das jetzt zusammen an und ich glaube, das wird sehr cringe. Also für mich zumindest, für euch vielleicht auch, ich weiß es nicht. Weil die Videos sind halt sehr alt. Das waren so wirklich meine Urschleim-Anfänge, wenn man so möchte. Und das ist, ich traue mich kaum, aber okay, das wird ganz schlimm jetzt. Außerdem habe ich, wie ihr seht, direkt über mir so eine nette kleine Grafik gebastelt, bevor ihr fragt, warum die Begriffe auf Englisch sind, weil sie deutlich kürzer sind. Ich habe mir angewohnt, tatsächlich so im Planerbereich oder solchen Sachen oft auf die englischen Begriffe umzusteigen, schon in meiner Schul- und Abi-Zeit, einfach weil die meistens kürzer sind und besser in das Schema passen. Also bitte nicht verwundern. Es ist einfach nur eine kleine Übersicht, weil während wir diese Videos gucken, werde ich das einfach mitzählen. Bücher, die jetzt noch zu lesen sind, Bücher, die ich gelesen habe und Bücher, die aussortiert, sprich unhauled wurden. Und unhaul ist einfach ein deutlich kürzeres Wort als aussortiert. Und da habe ich jetzt so einen kleinen lustigen Counter gebaut, den werde ich mit befüllen, während wir die Videos angucken. Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Video. Das ist etwas jüngere Video und ich finde dieses Standbild ganz furchtbar. Von wann ist das? Das ist 5 Jahre her. Das hier ist 5 Jahre her. Das andere 6. Das ist echt, das ist ganz, ganz übel. Aber ich schau mal, wie sich die T von vor 5 Jahren an so ein Video rangemacht hat. Ich würde sagen, let's go. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mir ganz spontan heute Morgen überlegt, dass ich das gerne drehen würde. Und zwar habt ihr es wahrscheinlich im Titel schon gesehen. Es geht um meine... Mit dieser Musik auch im Hintergrund, dieses typische Booktube-Ding. Fünf-Sterne-Vorhersage. Jetzt werden manche von euch denken so, ist da nicht noch eine offen? Ja, gute Frage, genau. Ne? Die werde ich euch aber Ende des Jahres auflösen, sozusagen. Wirst du das? Das ist aber spannend. Oh Gott, es ist schlimm. Es ist jetzt schon so schlimm. Weil es gibt noch ein paar Titel, die ich lesen muss dafür. Ich bin ein bisschen heißer heute Morgen. Ich weiß nicht, warum. Wie auch immer, es gibt so ein paar Titel, die ich einfach noch... Warum steht da eigentlich Werbung in der Ecke? ...lesen sollte dafür und ich war gerade irgendwie so im Flow und habe irgendwie meine Bücherregale durchgeguckt und mir so überlegt, auf was habe ich richtig Lust, was... So, ich muss da ganz kurz drauf eingehen, weil ich habe jetzt, wie gesagt, echt lange kein so ein Video mehr angeguckt.
Und ich finde es auch gerade einfach super spannend zu sehen, was da so im Regal hinter mir steht, weil super viele Bücher davon habe ich gar nicht mehr. Ist gerade hier Red Rising, dann das von Christopher Marzi mit London ist nicht mehr da. Ich habe die Hennenbücher aussortiert mit hier diese, ne? Die Gabe habe ich, glaube ich, noch. Das ist eine uralte Ausgabe von Der Name der Rose. Die habe ich nicht mehr. Warum habe ich die nicht mehr? Warum habe ich die aussortiert? Das ist ein Klassiker. Oh, da stehen so viele Sachen, die ich nicht mehr habe. Der Circle habe ich nicht mehr, weil ich den echt nicht gut fand, obwohl der übel gehypt wurde. Was ich aber noch habe, sind zum Beispiel die Murakami-Bücher. Ich habe die Stephanie Meyer-Bücher hier noch. Ich habe hier Eleanor Oliphant habe ich noch. Oh, Zodiac habe ich auch nie gelesen, aussortiert, genauso wie die Estep-Bücher hier. Eieiei, okay, ist halt lange her, ne? Glaube ich, dass es das richtig gut wird. Und abgesehen von denen, die ich euch halt schon gezeigt hatte, habe ich mir jetzt einfach nochmal welche rausgesucht und zeige euch die. Ich glaube, es sind tatsächlich 13 geworden, weil ich mich vorhin verzählt habe. Aber das ist. Excuse me, what? 13, um Gottes Ist Willen. egal, jetzt ist es halt eins mehr. Ich zeige euch die jetzt einfach und dann gucken wir mal, wie lange ich für die brauche. Ich hoffe, dass es da ein bisschen schneller geht als. Ja, das hoffe ich auch, dass die jetzt großteils gelesen sind. Ich habe gerade so, oh, das ist halt jetzt wirklich lange her, dass ich das gemacht habe mit diesem Anhol-Projekt, aber so fühlt sich es gerade ein bisschen an. Dem alten Der Video, gleiche aber wie Nervositätspegel. auch immer. Ich zeige euch die jetzt Ja, wie einfach. auch immer, zeigt man Ganz jetzt mal kurz die noch Bücher. an, bei meinen Jahreszielen habe ich es ja schon erwähnt, Es dass ich regnet irgendwie die inaktiv geworden bin Erde und ich mit habe es nochmal Nass. versucht, aber ich habe wirklich überhaupt nicht mehr dazu gekriegt. Jetzt zeige ich euch aber die Bücher, von denen ich ausgehe, dass sie 5 Sterne geben und ich würde sagen, wir starten schnell. Ich muss mein Fenster doch schließen. Weil ich Okay, in jetzt bin ich aber 20 ready. Minuten zur Arbeit los muss. Sind jetzt nicht irgendwie sortiert, ich habe mir die einfach aus dem Regal rausgezogen und hier gestapelt. Also ich mache es nicht wie letztes Mal, dass ich ans Regal jetzt renne und die Mach's rausziehe, nicht so sondern ich habe mir die schon spannend. rausgeholt. Aber das macht ja, glaube ich, nichts. Und das erste hier in meinen Händen ist Bleib bei mir von Ayobami Adebayo. Oh Gott sei Dank, das habe ich gelesen. Das ist schon mal sehr beruhigend. Das ist ein guter Start, wenn wir damit starten, dass ich ein Buch gelesen habe. War ein sehr großartiges Buch und das habe ich auch tatsächlich immer noch. Also das waren, ich glaube, aber 4 Sterne und nicht 5. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes und sehr eindrückliches Buch. Und wie gesagt, ist auch noch in meinem Regal vorhanden. Ist keine einfache Thematik gewesen. Aber ein sehr gutes Leseerlebnis. Das ist, glaube ich, ein sehr intensives Buch. Ein bisschen unsicher bin ich mir bei diesem hier, Dieser nämlich bei Runas Autofokus. Schweigen von Vera Buck, aber ich. Ah, da geht's schon los. Okay. Ja, Runas Schweigen ist ein ziemlich dicker Wälzer, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Den habe ich noch und den habe ich immer noch nicht gelesen. Shame on me. Leute, das ist 5 Jahre her und ich habe dieses Buch noch nicht gelesen. Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir sammeln jetzt erstmal, bevor ich aufspringe und die Bücher herhole, weil sonst bin ich nur noch am Rennen wahrscheinlich. Ich habe eine ganz, ganz blöde Befürchtung, dass es jetzt so einen Trend hier nimmt. Ja, das habe ich auf jeden Fall noch nicht gelesen. Aber das klang sehr cool. Ich glaube irgendwie, dass es ein 5-Sterne-Buch sein könnte. Ja, So von der könnte. Story her hat es auf jeden Fall Potenzial dazu. Es klingt so richtig creepy irgendwie, so, also wie so eine Mischung aus Thriller und Horror und ja, also so Psychothriller und Horror, so irgendwas in der Art. Und da noch ein bisschen Historisches mit drin. Also es klingt nach einem richtig spannenden, coolen Mix. Dann habe ich hier den Beginn einer Reihe stehen, der, glaube ich, viel zu lange schon hier steht. Und ich glaube trotzdem, dass es 5 Sterne gibt. Wenn ich vor 5 Jahren schon gesagt habe, dass der Beginn dieser Reihe schon viel zu lange da steht und ich es jetzt immer noch nicht gelesen habe, ist das ganz, ganz unangenehm. Weil ich einfach so angefixt wurde dadurch schon vor einer halben Ewigkeit mal von irgendwem. Ich weiß es nicht mehr von wem. Es hat sich auf jeden Fall richtig gut angehört. Vor allem habe ich dann so ein paar Besprechungen dazu gesehen. Und zwar geht es um Daughter of Smoke and Bone von. Ha, das habe ich aussortiert tatsächlich, leider. Das war ein echt schönes Cover. Aber irgendwie. Ich weiß nicht mal mehr warum. Ich glaube, ich habe da mal reingelesen und ich habe irgendwann so einfach diesen Anschluss dahin verloren und habe es dann aussortiert. Aber ich weiß ehrlich nicht mehr warum. Ich merke gerade, dass ich mich eben verklickt habe. Hä? So, jetzt stimmt. Jetzt haben wir nämlich überall eins stehen. Ich habe eins gelesen, eins noch nicht gelesen und eins aussortiert. Entschuldigung, ich habe den Counter irgendwie verballert. Von Laini Taylor ist, glaube ich, vielen inzwischen ein Begriff. Das ist eine Trilogie, Die war bei übel der es um gehypt Karu geht. damals. Und das Ganze spielt in Prag, glaube ich. Ja, das spielt in Prag. Wusste ich es doch. Dann habe ich hier The Hazelwood von Melissa Albert. Oh boy, das habe ich sowohl gelesen als auch aussortiert, weil ich so schlecht fand. Was mache ich damit jetzt? Ich tue das jetzt mal zu gelesen dazu, weil ich habe es ja gelesen. Ich habe es tatsächlich auch aussortiert in der Zwischenzeit, weil ich es leider
wirklich nicht gut fand. Toll, danke Adorb. Vielen Dank. Das hat, glaube ich, am Ende 2 Sterne bekommen oder sowas. Also das war wirklich nicht gut. Das Buch hat auf jeden Fall sehr hohe Erwartungen bei mir irgendwie gesetzt durch die Ausgangssituation und die konnten einfach echt nicht gehalten werden und deswegen habe ich es dann nach dem Lesen aussortiert, weil es auch keine gute Bewertung eben bekommen hat. Schade, aber... Das gibt es, wie gesagt, inzwischen auch auf Deutsch und ich glaube, dass das definitiv das Potenzial für eine 5-Sterne-Bewertung hat, einfach weil es so ganz fantastisch, märchenhaft. Dann habe ich mich so ein bisschen darauf berufen, was ich schon so gelesen habe und zwar habe ich mir einen Thriller rausgesucht, nämlich Die Braut von Anita Terp. Das ist unser zweiter Punkt, den wir noch nicht gelesen haben und den ich noch da habe. Anita Terpstras Buch Anders fand ich ja so großartig und ich glaube, deswegen habe ich das da auch mit draufgenommen. Ich habe das Buch seither einfach nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob das hier 5 Sterne geben wird, aber ich würde es mir wünschen, weil Anders von Anita Terpstra hat 5 Sterne damals gegeben, wieder erwarten. Und ich würde mir wünschen, dass das hier vielleicht auch passiert. Dann habe ich hier noch Die Krone der Sterne von Kai Meier. Damn, das habe ich auch noch. Oh mein Gott, das habe ich wirklich noch. Oh boy, okay, ich habe gerade schon gedacht, naja, okay, wenn das so vermischt irgendwie weiterläuft, dann ist das ja ganz gut. Aber jetzt sind wir schon bei 3 Büchern. Einfach auch sehr fantastisch klingt. Das ist aber halt auch. Ich finde Kai Meyers Schreibstil einfach genial. Ich finde seine Art, wie er Geschichten strukturiert, genial. Wie viele Bände hat die Reihe? Ich habe seine Welt total geliebt, auch wenn ich da endlich mal weiterlesen sollte. Dann habe ich mir rausgesucht Frauen, die Blumen kaufen von Vanessa Montfort. Ich meine, das ist nicht gut. Ja, das habe ich auch noch nicht gelesen. Unangenehm. Ja, gut. Also, Buch Nummer 4 jetzt, ne? Aber immerhin mal was, ich glaube, sehr Schönes. Das andere ist jetzt alles eher so ein bisschen düsterer, würde ich sagen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Buch. Dann noch ein Buch, das so besonders klingt, vor allem nach dem, was mir meine Kollegin einfach dazu erzählt hat, dass es 5 Sterne geben muss irgendwie. Oh, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Ich meine, mich dunkel zu erinnern, dass ich das auch mal als 5-Sterne-Prediction hatte und das habe ich auch noch nicht gelesen. Also ich glaube, das ist wirklich so ein richtig besonderes, abgefahrenes Buch. Und zwar geht es um das Leben nach Bu. Das ist so ein Buch, das gibt es in ganz vielen verschiedenen Ausführungen anscheinend, immer mit verschiedenen Farben. Also der gleiche Inhalt immer, aber mit anderen Farben auf dem Cover. Ganz abgefahren irgendwie. Da ich ihr neuestes Buch so sehr gefeiert habe, nämlich Was man von hier aus sehen kann, glaube ich natürlich, dass Erste Hilfe von Mariana Lee. Gott sei Dank, das habe ich gelesen und auch das gab tatsächlich 5 Sterne. Das war großartig. Ich liebe Mariana Leki und ich habe noch ein einziges Buch von ihr. Nee, das stimmt gar nicht. Sie hat noch ein anderes mit so einem ganz dünnes Buch rausgebracht in den letzten 2-3 Jahren. Das habe ich auch noch nicht gelesen, aber ich habe noch Die Herrenausstatterin von ihr. Das war so das letzte Buch von ihr, das ich noch nicht gelesen habe. Begonnen hat das damals ja alles mit Was man von hier aus sehen kann. Ich fand das großartig. Das gab auch 5 Sterne, ja, tatsächlich. Leki auch 5 Sterne. Dann glaube ich, wenn ich es denn dann endlich mal lese, das Alias Grace von Margaret Atwood. Nicht. Gut, es wird langsam wirklich unangenehm. Alias Grace muss, also ich liebe Margaret Atwoods Schreibstil, das mal vorab. Ich habe von ihr schon einiges gelesen, aber obviously noch lange nicht alles. Und dazu gehört unter anderem der Report der Markt, was ich noch immer nicht gelesen habe. Ich glaube, ich besitze es noch nicht mal. Und Alias Grace. Das fehlt mir tatsächlich auch noch, weil das auch ein relativ dickes Buch ist, aber das muss so dermaßen gut sein. Damn. Auch 5 Sterne bekommt. Wieder der Beginn einer Reihe, nämlich Shadow and Bone von... Halleluja, das habe ich gelesen. Das hat keine 5 Sterne, aber ich glaube 4 Sterne bekommen, weil ich die Shadow and Bone Trilogie wirklich geil fand. Das hat so Bock gemacht, die zu lesen. Da hätte ich auch große Lust mal wieder auf einen Reread. Und muss aber tatsächlich die anderen Bücher noch anschließen von Libardugo, die dazugehören zu diesem Universum. Aber die Shadow and Bone Trilogie fand ich großartig. Die habe ich Gott sei Dank gelesen. Das ist ja der erste Teil der Grisha-Trilogie. So, und jetzt habe ich hier noch 2 Bücher. Und das erste ist von Neil Gaiman, nämlich American Gods. Das habe ich tatsächlich auch gelesen und aber auch wieder aussortiert. Das lag aber einfach an dieser Ausgabe, die ich einfach nicht mochte. Und ich muss halt sagen, American Gods ist wirklich super abgefahren. Also das ist sehr, sehr abgedreht. Und ja, also
Das muss man mögen. Ich finde Neil Gaimans Schreibstil ziemlich cool. Ich mag seine Ideen. Und ich habe mir aber gesagt, wenn ich jemals das in mein Regal stellen möchte oder nochmal lesen will, dann würde ich mir eine schönere Ausgabe davon besorgen, weil ich finde, das ist das definitiv wert. Und deswegen habe ich diese Ausgabe aussortiert. Aber das Buch an sich habe ich gelesen. Ich glaube, das gab aber auch 4 Sterne und nicht 5. Da hat mir noch so ein bisschen was gefehlt. Und ich fand es halt wirklich sehr, sehr, sehr abgedreht. Jetzt noch ein wunderschönes Buch, das mich von der Idee her so ein bisschen an die Oleander-Schwestern von Christina Carboni erinnert, nur noch fantastischer klingt und auf das ich mich sehr freue, ist Wild Beauty von. Ja, es ist wirklich ein wunderschönes Buch, das ich weiß nicht, auf unzähligen TBR-Listen schon drauf hatte. Und irgendwie hat es dieses Buch aber nie geschafft, dass es gelesen wird. Ich hatte das vor einer Weile für ein Videoprojekt tatsächlich auch wieder auf einer Liste. Das ist ein Videoprojekt gewesen, das ich gar nicht veröffentlicht habe, leider, weil ich einfach nicht genug dafür aufnehmen konnte. Das war eigentlich eine coole Idee. Vielleicht wiederhole ich das irgendwann nochmal. Vielleicht bekommt dieses Buch dann auch später, also vielleicht bekommt es auch jetzt eine Chance, aber spätestens dann eine Chance. Und da habe ich eben das erste Kapitel angelesen und ich fand es auch sehr interessant und wollte, also hätte das schon weiterlesen können, aber die anderen Bücher waren irgendwie noch reizvoller. Also irgendwie ist es immer, ja. Wurde es immer abgelöst durch was anderes? Bell. Anna Marie Macklemore. Das ist so hübsch gemacht, Leute. Das Es ist so ist wirklich sehr wunderschön. schön, ja, das Ich weiß stimmt. nicht, ob es das inzwischen auf Deutsch gibt. Ich guck mal, falls ja, blende ich es euch hier ein. Wenn ich da Seit irgendwas 5 Jahren dazu nicht, höre, aber werde ich also euch auf jeden schwierig. Fall. So, das war es eigentlich auch schon mit meiner 5-Sterne-Vorhersage. Ja, es ist Ich super. werde Ich bin gespannt, ob wir wieder so lang brauchen oder ob ich wieder so lang brauche. Länger, Spoiler. Okay, aber das heißt, der Zwischenstand ist im Prinzip, habe ich ein Buch aussortiert, wobei eigentlich sind es 3, aber 2 davon habe ich gelesen, 5 Bücher gelesen, 7 noch zu lesen. Ich hätte mir gewünscht, dass nicht der TBR die höchste Zahl hier abbildet, aber it is what it is. Jetzt gilt es nur noch, das wahrscheinlich noch cringere Video noch anzuschauen, das noch länger her ist. Dieses hier. Und da sieht man im Regal tatsächlich noch ein bisschen besser auch ein paar Bücher. Und das sind wirklich sehr viele, die ich aussortiert habe. Oh, da hatte ich dieses Ding am Laufen mit den grünen Punkten bei Sachen, die ich noch nicht gelesen habe. Oh, das gab auch mal so einen Trend, wo das irgendwie jeder hatte, diese komischen bunten Punkte auf seinen Büchern, die noch nicht gelesen sind. Und ja, das war wild. Oh, die Schatten von London. Ich fand den ersten Teil so geil. Und dann die danach leider richtig, richtig scheiße. Und deswegen habe ich die ganze Trilogie aussortiert, wo ich den ersten Teil so toll fand. Das war so richtig, das war immer so ein richtig cooles, eine coole Atmosphäre. Ah, das sind echt viele Sachen, die ich aussortiert habe. Ho, hab, holy, holy, holy. Da ist ja fast nichts mehr da bei mir. Krass. Okay. Ich bin gespannt. Also, wir haben jetzt 7 Bücher bisher in der Auswahl. Ich bin mal gespannt, wie viele jetzt noch dazukommen. Let's go. Warum so Hier leise? auf meinem Kanal. Ich Wow. habe heute was richtig Cooles noch mit euch vor. Ich gehe mal mit 10 bis 12 Büchern, je nachdem, wie viele ich jetzt gleich finde. Eventuell ist Again. euch aufgefallen, dass wir etwas weiter vom Bücherregal diesmal wegstehen, was seinen Grund hat, weil ich da gleich hinrennen muss und einiges rausziehen muss. Ich finde es einfach sehr interessant, weil wir dann, sagen wir mal, spätestens in einem Jahr, wenn ich dann. 6 Jahre später. Hi. Hoffentlich alle von denen gelesen habe, werden wir zurück auf dieses Video kommen, uns das angucken und ich werde darauf reagieren und sagen, hat das so gepasst? Stimmt das oder stimmt das nicht? Ich werde jetzt natürlich auch immer. Nee, also das war eine Lüge, definitiv. Also das Schlimme ist, das war ja wirklich so angedacht, also diese Videoreihe, ne? Das war ja, das sollte eigentlich eine Reihe werden. Und warum habe ich das nicht? Ich weiß nicht mal den Grund, warum ich das nicht weiterverfolgt habe. Sagen, warum ich denke, dass es 5 Sterne gibt, und dann kann ich darauf reagieren und sagen, und eventuell werde ich auch schon vor einem Jahr fertig mit den ganzen Büchern und dann sehen wir uns einfach, sobald ich die alle gelesen habe, wieder. Und ich würde sagen, ich starte jetzt einfach, ich habe mir die noch nicht Let's rausgesucht. go. Das dürft ihr jetzt live mitverfolgen, wie ich mir jetzt überlege, was könnte da passen. Ich bin mein erstes Buch, von dem ich mir gut vorstellen kann, dass es 5 Sterne gibt, ist Die pilgerlosen Jahre, nee, die Pilger, die, was? Ist die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki von. Tazaki, ja, das ist richtig. Das habe ich gelesen und das war wirklich ein 5-Sterne-Buch. Das war großartig. Mein Murakami liebe ich. Ist kein Geheimnis. Und die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki waren unglaublich gut. Das habe ich auch natürlich noch. Das ist noch im Regal vorhanden bei meiner kleinen Murakami-Sammlung. Ganz, ganz, ganz tolles Buch. Hat definitiv 5 Sterne bekommen. Wo lege ich das jetzt hin? Okay.
Das nächste liegt gleich hier, lag auf dem Tisch. Und zwar ist es Dark Matter von Blake Crouch. Das Ich habe keinen blassen Schimmer, ob ich das Buch überhaupt noch habe. Verdammt, das muss ich wirklich kurz nachgucken gehen. Das weiß ich nämlich nicht. Also gelesen habe ich definitiv noch nicht, aber ich meine, dass ich das aussortiert habe, aber ich bin mir nicht sicher. Also auf die Schnelle habe ich es jetzt definitiv nicht gefunden und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich es aussortiert habe. Aber ich hatte gerade so leise Zweifel. Kennt ihr das so, wenn man eigentlich denkt, so, habe ich das noch, habe ich es nicht mehr? Aber habe ich tatsächlich aussortiert und ich habe das nämlich mehrfach versucht zu lesen und habe es also auch mehrfach also angelesen und bin aber irgendwie nie warm geworden damit und es hat mich einfach nicht gepackt, leider. Obwohl es ja auch so krass gehypt wurde, so ein krasser Plot sein soll und irgendwie hat es nicht, der Funke ist nicht übergesprungen. Ich habe eins. Und zwar ist es Die Welt, wie wir sie kannten, von Susan Beth Pfeffer. Ja, das ist auch ein bisschen unangenehm, weil das habe ich auch immer noch nicht gelesen. Das ist so eine Trilogie. Oh, nein, stopp, das war falsch. Ich wollte gerade sagen, das ist halt so eine Trilogie, die wollte ich damals unbedingt haben. Und da war echt schwer, noch ranzukommen. Ich weiß nämlich nicht warum, aber die waren fast überall vergriffen. Also das war ganz komisch. Und ich habe mir die damals dann mühevoll zusammengesucht, weil es eine Trilogie. Und ich habe alle drei Bücher bekommen und habe die immer noch in meinem Regal stehen, aber immer noch ungelesen. Das ist so ein bisschen unangenehm. Vielleicht, also ist eigentlich vielleicht ganz gut, dass wir uns das anschauen. Krass, dass ich das immer noch nicht gelesen habe und dass ich das damals in diesem Video mit drin hatte. Ich finde es geil, wie man in der Spiegelung der Folie meine Kamera sieht und den umgeklappten Bildschirm. Ich habe noch eins gefunden. Ich glaube, das Holding Up the Universe von Jennifer. Auch das habe ich aussortiert. Auch da habe ich mehrfach versucht reinzukommen und habe es irgendwie nicht geschafft. Obwohl auch das total krass gehypt wurde. Und im Endeffekt ist es vielleicht ein bisschen schade, dass ich es aussortiert habe und nicht reingefunden habe, weil es geht da um zwei Jugendliche, die beide so ein bisschen ihr Päckchen zu tragen haben. Und ich glaube, das ist eine sehr besondere Geschichte, die aufzeigt, dass es nicht um Äußerlichkeiten geht im Leben, dass man. Das einem vielleicht so ein bisschen hilft zu erkennen, was wirklich wichtig ist im Leben und wie man seine Werte definiert und sowas. Aber ich habe einfach nicht reingefunden. Von Niven ein 5-Sterne-Buch für mich wird. Auch dieses Buch, okay, wurde gehypt. Und zwar ist das erste, Tell the Wolves I'm Home. Das waren. Habe ich das Buch weggeschmissen? Da Nein. glaube ich einfach, dass es 5 Sterne. Ja, da hatte ich auch recht. Es gab 5 Sterne. Das ist ein ganz, ganz arg anrührendes und schönes Buch gewesen. Das habe ich noch, hat 5 Sterne bekommen. Sehr großartiges Buch. Ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ist auch schon lange her, dass ich das gelesen habe, aber ich fand es unfassbar schön. Und das zweite, was ich gerade noch entdeckt habe, ist Der Kuss der Lüge von Mary E. Pearson. Ja, hey, auch das habe ich noch nicht gelesen und das ist der erste Teil einer Reihe. Ich glaube, es war eine Trilogie. Und dann gab es aber irgendwie noch ein Zusatzband oder irgendwie noch mal eine zweite Reihe oder sowas. Die Ausgangssituation für so eine Jugend-Fantasy-Geschichte ist eigentlich ganz cool, aber irgendwie habe ich noch nicht gelesen. Das ging ja auch hier durch komplett BookTube durch und da gibt es inzwischen schon beide anderen Bände im Englischen, glaube ich, und den zweiten auf jeden Fall im Deutschen. Und ja, ich habe bisher nur von einer einzigen Person gehört, dass sie es richtig schlecht fand, was mich natürlich ein bisschen schockiert Oha. hat, aber ich glaube trotzdem, dass es mir richtig gut gefallen wird. Ich Diese. habe noch ein Buch gefunden und zwar ist es Ich und die Menschen von Matt. Das ist noch gar nicht so lange her, dass ich das gelesen habe. Um genau zu sein, war das erst Anfang des Jahres. Aber trotzdem, ich habe es gelesen, Gott sei Dank. Und auch das war ein 5-Sterne-Buch. Also ich muss sagen, bei den Büchern, die ich gelesen habe, liege ich überraschend oft richtig. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Und die Chancen stehen gut, dass ich in diesem Video sehr schnell ein 5-Sterne-Buch ergreifen werde. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir ein Buch lesen, dann ist das Video vorbei. Wobei wäre cool, weil dann lag ich halt wieder mal richtig so. Also vielleicht lesen wir auch einfach ein Buch aus diesem Stapel und haben einen 5-Sterne-Kandidaten. Ich bin mal gespannt. Aber das waren tatsächlich auch 5 Sterne. Hike, das werde ich Großartiges im Buch. Ganz, November ganz große lesen. Liebe. Nein, wirst du nicht. Spoiler. Das ist zumindest geplant, soweit ich noch weiß. Und ich weiß nicht, Matt Hike ist halt Matt Hike. Ich glaube, dass Niemand liebt November von mir 5 Sterne bekommen wird, weil. Das ist auch so ein Kandidat, so ein bisschen wie Wild Beauty, den ich immer und immer und immer wieder auf TBR-Listen drauf habe. Und ich liebe Antonia Michaelis Schreibstil. Das ist eine großartige deutsche Autorin. Ich finde sie eine ganz krasse Nummer, was das Schreiben angeht. Und trotzdem
habe ich dieses Buch irgendwie nie verpackt bekommen. Ich glaube, was mich so ein bisschen abgehalten hat immer, war, dass ich mich nicht getraut habe, es zu lesen. Weil, was man halt bei Antonia Michaelis sagen muss, ihre Bücher sind nicht ohne. Und ich weiß nicht, wie oft ich im Herbst gesagt habe, diesmal ist es soweit, ich lese das jetzt. Und jedes Mal, wenn ich dazu greifen wollte, bin ich wieder zurückgeschreckt. Und nein, dementsprechend habe ich es auch noch nicht gelesen. Ich rede lange um den heißen Brei rum. Ja, krass. Nee, habe ich immer noch nicht geschafft. Weil es ein Antonia Michaelis Buch ist. Aber das hat tatsächlich große... Also da gehe ich immer noch davon aus, dass es wahrscheinlich ein 5-Sterne-Buch sein wird, wenn ich es dann gelesen habe. Weil ich glaube, der Impact, den dieses Buch haben kann, der ist sehr, sehr hoch. Ja, Antonia Michaelis Bücher waren bisher immer alle sehr, sehr krass. Krass gut auch einfach. Vielleicht liegt es auch irgendwie am Cover, dass es mich anzieht oder so. Ich das Cover Ahnung, ist toll, glaube, das schreit. Dieses Cover, wenn ich das angucke, finde ich, habe ich schon wieder, obwohl gerade Hochsommer ist, einfach Bock auf Herbst. So. Also mein Wetter hier gerade so heftig, wie es schüttet und so, wie es draußen aussieht, könnte ich auch einfach davon ausgehen, dass Oktober ist. Also, no joke. Da fällt mir gerade was ein Buch. Diese Hintergrundmusik. Ich glaube, das Splitterfasernackt von Lilly Lindner. Das habe ich tatsächlich aussortiert. Irgendwie die Bücher von Lilly Lindner. Ich habe da keine Connection dazu gefunden. Die Bücher sind nämlich auch nicht ohne. Die sind krass. Und ich glaube auch, dass die vielleicht würde ich heute mehr damit anfangen können. Ich weiß es nicht. Aber damals war ich ja auch noch eine Ecke jünger und irgendwie hat das nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum. Ich kann es auch nicht genau erklären, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Und deswegen habe ich die Bücher, die ich von Lilly Lindner hatte, das waren glaube ich 2 Stück, beide aussortiert, weil es einfach nicht funktioniert hat. Wie gesagt, vielleicht würde ich das heute anders sehen oder vielleicht würde ich das anders lesen heutzutage, aber das hat damals irgendwie nicht sollen sein. Bin gespannt, was jetzt kommt. Ich glaube außerdem, dass die geheime Geschichte von Donna Tartt 5 Sterne. Ja, die hat 5 Sterne bekommen. Also ja, ich lag wirklich oft richtig. Also irgendwie ist immer entweder, dass ich die Bücher aussortiert habe oder gelesen habe, dann gaben sie 5 Sterne. Also es ist, glaube ich, echt so, entweder hat es mir gar nicht gefallen oder total. Aber die geheime Geschichte von Donna Tartt ist, oh mein Gott, so ein gutes Buch gewesen. Das hat mir so, so viel Spaß gemacht zu lesen. Und ich sehe gerade jetzt im Regal hinter mir The Goldfinch von Donna Tartt. Und jetzt fällt mir jetzt gerade ein, ich habe dieses Buch nicht mehr. Warum habe ich das nicht mehr? Das habe ich nämlich immer noch nicht gelesen und ich fand Donna Tartt so großartig. Warum habe ich das aussortiert? Oder habe ich das verliehen und nie wieder zurückgekriegt? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall habe ich das gelesen. Unfassbar gut. Große Liebe. Ich bin immer auf der Suche nach ähnlichen Geschichten. Also ich habe von M.L. Rio Villainous gelesen gehabt, was ja auch sehr in die gleiche, also was wirklich mich enorm an die geheime Geschichte erinnert hat. Auch das fand ich großartig. Ich mag das irgendwie. Das war so ein sehr langsames Buch. Also nicht das rasanteste, krasseste, aber es hat genau mein Vibe getroffen. Wir haben jetzt 10 Bücher, aber ich suche mit 12 raus, weil, ja, wie gesagt, irgendwie glaube ich, dass ich A Long Way Down richtig gut finden werde von mir. Das habe ich aussortiert. Und ich weiß nicht, ob ich es vorher gelesen hatte. Ich glaube nicht. Ich habe es tatsächlich aussortiert. Ich weiß nicht, ich glaube, oh mein Gott, ich weiß, was das sein könnte, warum ich gewisse Sachen nicht mehr habe. Wobei Goldfinch bestimmt nicht. Aber bei Nick Hornby war das, glaube ich, ein Anhol-Projekt-Ding, das ich aussortieren musste am Ende. Ich glaube, das war das. Ja, das Anhol-Projekt hat mich doch ein paar Bücher gekostet. Vielleicht war das auch bei Lainey Taylor der Fall. Das würde einiges erklären. Ich habe gerade echt bei ein paar Sachen überlegt, warum zum Henker habe ich die denn aussortiert, aber vielleicht lag es an dem Anhol-Projekt am Ende. Ja, habe ich auf jeden Fall nicht mehr. Okay, noch ein Buch, Leute, und hier stehen so viele Bücher, von denen ich denke, dass sie richtig, richtig gut sind. Ich meine, warum sollte ich mir sonst ein Buch kaufen, wenn ich schon davon ausgehe, naja, das wird wahrscheinlich nicht so toll. True. Aber es ist schwierig, sich zu entscheiden. Wo man sich so sicher ist irgendwie, dass das dann so gut wird. Ich habe mich jetzt kurzerhand hierfür entschieden. Und zwar ist es die Upside of Unrequited von Becky Abatelli. Das, ja, habe ich offiziell aussortiert. Das steht aber tatsächlich noch hier um die Ecke. Weil ich habe damals Simon vs. the Homo Sapiens Agenda gelesen. Und das war ein 5-Sterne-Buch. Fand ich großartig. Und ich hatte so großes Interesse dran an The Upside of Unrequited. Und auch an dem Lia Ever After.
gab es auf jeden Fall noch mal eins. Die haben mich irgendwie angesprochen. Ich fand die Cover cool. Ich fand den Ton davon cool. Aber irgendwann habe ich da die Connection dazu verloren und habe einfach das nicht mehr so gefühlt. Und deswegen habe ich die dann aussortiert letzten Endes, weil ich irgendwie gemerkt habe, okay, ich habe den Anschluss einfach verloren zu den Büchern und wollte die dann, ja, irgendwie dann doch lieber aussortieren. Weil man muss halt auch sagen, ich habe halt so viele Bücher inzwischen daheim stehen, wo ich teilweise gar nicht mehr weiß, wann ich die denn alle lesen soll, um Gottes Willen. Und da muss man so ein bisschen priorisieren und dann habe ich die eben aussortiert. Das ist also der Stapel. Oh Gott. Oh, alle Bücher. Ja, das ist ein netter Stapel und auch der andere Stapel war nett und lässt uns jetzt mit einem Endstand zurück, insofern der stimmt. Ich weiß, wie gesagt, bei dem einen nicht, ob es nicht auch 10 gelesene Bücher wären. Dann wäre es Gleichstand zwischen gelesen und ungelesen und aussortiert habe ich 4, beziehungsweise eigentlich 6 Bücher, die ich aber vorher halt gelesen hatte. Ja, bedeutet aber, wir haben jetzt 10 Bücher zur Auswahl für dieses Projekt und nochmal zur Erinnerung, das Projekt ist, ich möchte so schnell wie möglich ein 5-Sterne-Buch haben. Als allererstes suchen wir jetzt mal die 10 Bücher raus, deswegen sehen wir uns direkt in meinem Schlafzimmer wieder. Alles klar, Freunde, ich habe jetzt die 10 Bücher hier zusammengesammelt und weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist so dieser wundervoll riesige Stapel. Oh Gott. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, welches Buch ich anfange, mit welchem Buch ich anfangen soll. Aber ich würde mir erstmal von diesen 10 Büchern jetzt 3 bis 5 raussuchen, wo ich sage, damit würde ich mal starten, vielleicht das erste Kapitel anlesen und dann entscheiden, von was ich glaube, dass es ein 5-Sterne-Buch wird. Ich glaube, was ich auf jeden Fall mit in die engere Auswahl nehmen würde und vielleicht sogar damit starten würde, ist Die Welt, wie wir sie kannten von Susan Beth Pfeffer von dieser Trilogie, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das dieser Reihe schulde, dass ich das jetzt einfach wenigstens endlich mal versuche, um zu sehen, ob diese Reihe mir gefällt oder nicht und dass ich sie im Endeffekt endlich mal lese und sonst vielleicht mal aussortieren kann, weil das sind immerhin 3 Bücher und ich habe die jetzt, wie man gesehen hat, schon 5 bis 6 Jahre und habe es noch nicht gelesen. Also wie bei all diesen Büchern, aber da ist es halt echt, keine Ahnung, da fühlt sich's besonders schlimm an, weil ich da so lange diesen Büchern hinterhergejagt habe und die unbedingt haben wollte und sie bisher nicht gelesen habe. Deswegen ist das, glaube ich, so mein erster Pick. Und ich glaube, das werde ich auch als erstes lesen, egal was die anderen 4 sind. Und ich hoffe, dass es ein 5-Sterne-Buch wird. Ich finde es auch ganz schwer zu sagen, so vom Gefühl her, was ich denke, was denn jetzt wirklich 5 Sterne geben könnte. Ich glaube, gute Chancen hätte ich mit Alias Grace. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr, sehr geniales Buch ist, das mir sehr gut gefallen würde. Aber es ist halt auch unfassbar umfangreich. Es hat fast 700 Seiten, ist ultra klein geschrieben. Na, dasselbe gilt so ein bisschen für Runas Schweigen von Vera Buck. Auch das ist ein sehr großer Klopper. Auch über 600 Seiten, auch sehr klein geschrieben. I don't know, Freunde, ob das jetzt so das Richtige ist. Aber es könnte halt sein, dass ich das anfange zu lesen und einfach in einem Rutsch manchmal durchlese. Ich finde oftmals ist die Dicke des Buches nicht aussagekräftig darüber, wie lange ich da dran sitze. Ich meine, ich habe es vor kurzem gesehen. Ich habe ein Buch von Han Kang gelesen. Das hat gerade mal 200 Seiten oder ein bisschen drüber. Und ich habe gefühlt 2 Wochen daran gelesen, weil es einfach so komplex war und ich einfach nicht vorangekommen bin. Und dann gibt es dickere Bücher, die man irgendwie so in 2-3 Tagen verschlingt. Ich glaube, es kommt immer sehr auf die Geschichte an und wie man sich damit auseinandersetzt. Also, boah, schwierig. Also, Freunde, mein Plan steht. Ich mache jetzt Folgendes. Ich werde Die Welt, wie wir sie kannten, lesen und schauen, ob das ein 5-Sterne-Buch wird. Falls ja, great, dann endet das Video. Falls nein, habe ich mich jetzt auf 5 andere Bücher beschränkt, von denen ich dann das erste Kapitel jeweils lesen würde und euch natürlich mitnehme. Und das, was mich am meisten anspricht oder wo ich am ehesten das Gefühl habe, das wird jetzt der Banger, das würde ich dann lesen. Das ist einmal Die Braut von Anita Terpstra. Ich habe Bock auf einen richtig geilen Thriller. Warum nicht? Und auch die kriegen ab und an mal 5 Sterne von mir. Dann habe ich mich entschieden für Das Leben nach Bu, weil ich glaube, dass es einfach was sehr, sehr, sehr Besonderes ist. Und auch das ist eigentlich sehr schade, dass es so lange ungelesen hier liegt, wie bei all diesen Büchern. Dann Frauen, die Blumen kaufen von Vanessa Montfort, weil ich finde, das ist irgendwie so ein schön klingendes Buch. Einfach zwischen all diesen doch sehr viel ernsten Themen und ja, ernsteren Büchern oder fantasy-lastigen Büchern ist das so einfach ein schön klingendes Buch nach einer schönen Geschichte. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass mich das auch irgendwie mitreißt. Dann, weil das auch eben der Anfang von einer Reihe ist, wo ich echt gerne eigentlich auch mal rausfinden würde, ob sie mir gefällt oder nicht, ist Der Kuss der Lüge. Plus, dass es mich, während wir das Video gerade geguckt haben, irgendwie sehr angesprochen hat. Also ich habe irgendwie gedacht, so, ja, warum habe ich das eigentlich nicht gelesen? Und deswegen ist das mit dabei. Und ich glaube,
Ich bin gespannt, wie es mir gehen würde nach dem ersten Part oder dem ersten Kapitel, aber ich glaube, ganz, ganz arg gute Chancen hat ansonsten noch Alias Grace von Margaret Atwood. Deswegen habe ich das hier mit drauf. Das wäre mal so meine kleine Vorauswahl. Ich würde aber jetzt erstmal mit Die Welt, wie wir sie kannten anfangen, weil ich so ein krass schlechtes Gewissen habe, was diese Bücher angeht. Und würde mich bei euch sofort wieder melden, sobald wir anfangen lesen. Ja, so schnell kann es gehen, Freunde. Ich bin instant wieder da. Ich habe jetzt angefangen, dieses Buch zu lesen. Die Welt, wie wir sie kannten, von Susan Beth Pfeffer. Und ich muss sagen, bisher liest sich sehr flott. Also es ist ein rasantes Buch. Ich habe noch keine Ahnung, ob das vielleicht noch in ein Fünf-Sterne-Buch umschlagen wird. Vom allerersten Eindruck her ist es natürlich immer sehr schwer zu sagen. Und ich bin sehr gespannt, wo sich das noch hinentwickelt. Ich habe auch gesehen, ich glaube, der erste Teil ist auch der umfangreichste. Es gibt ja 3 Stück und im Prinzip geht es darum, dass ein großes Ereignis stattfinden soll. Es schlägt nämlich ein Komet ein, aber nicht bei uns auf der Erde, sondern auf dem Mond. Und das ist so ein krasses Spektakel und auch zu sehen. Also alle Leute können das beobachten. Durch ein Teleskop oder auch tatsächlich mit dem bloßen Auge ist es wohl erkennbar. Und wir verfolgen hier Miranda, das ist das junge Mädchen. Ich habe noch keine Ahnung, wie alt sie eigentlich ist, aber sie ist auf jeden Fall noch Schülerin. Und wir lesen diese ganze Geschichte eigentlich bisher zumindest aus ihrem Tagebuch raus. Also ja, ihre Tagebucheinträge. Es ist dementsprechend auch eine sehr einfach gehaltene Sprache, um es mal sozusagen sehr umgangssprachlich, weil sie schreibt ja in ihr Tagebuch von ihrem Tag. Und das lesen wir dann eben im Endeffekt. Und ich bin jetzt auf Seite 39 und das ist gerade so der Beginn, wo diese Folgen dieses Events, sage ich mal, eintreten. Wir lernen natürlich erstmal Miranda ihre ganze familiäre Situation und so ein paar Nebencharaktere kennen. Und da passiert erstmal sehr viel drumherum, bis dann auf einmal von diesem Ereignis gesprochen wird. Also im ersten Moment habe ich erst gedacht, so, okay, ist das jetzt irgendwie, also was lese ich hier gerade? Und dann passiert aber eben dieses Ereignis, das wird einem also dann auch sehr detailliert beschrieben. Und im Endeffekt ist es so, dass der Mond ein Stück vom Mond fehlt auch am Ende, weil dieser, also oder hat zumindest einen großen Krater oder irgendwas. Und der Mond rückt ein großes Stück näher an die Erde ran. Und das hat natürlich krasse Folgen. Es gibt viele Tsunamis, ganz viele. Das Netz bricht irgendwie zusammen und also es gibt erstmal so einige Sachen, die eben passieren. Ich bin aber, wie gesagt, noch ganz am Anfang von den Folgen und ich denke, dass das jetzt langsam schon ins Rollen kommt. Und meines Wissens sollte das ja auch so ein bisschen so eine apokalyptische Geschichte sein. Und der Mond muss so nahe an der Erde dran sein, dass man wirklich Details von ihm erkennt. Also das ist eine total krasse Vorstellung irgendwie, auch sehr gruselig und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das noch weitergeht und was hier noch so passiert. Ob Miranda auch, also ob das irgendwie einen krassen Zeitsprung macht, dass Miranda vielleicht ein bisschen erwachsener ist schon oder ne, whatever. Was ich auf jeden Fall gut finde, ist, dass sich so rasant liest. Das heißt, wir haben gute Chancen, dass ich da schnell vorankomme und dann kann ich auch beurteilen, ob es ein Fünf-Sterne-Buch wird oder nicht. Ich hoffe sehr, das wäre cool. But we will see. So, vielleicht kommt das euch ein bisschen bekannt vor vom Anfang vom Video, als wir eine kleine Reaction gemacht haben auf das andere Video. Aber ich sitze gerade am PC, weil mein Stream geht gleich los. Und ich wollte euch aber unbedingt noch einmal kurz updaten zu Die Welt, wie wir sie kannten. Denn ich bin jetzt über 100 Seiten raus. Also ich habe jetzt ein Viertel vom Buch sozusagen gelesen. Und ich muss sagen, ich bin immer noch nicht sicher, ob das wirklich auf ein Fünf-Sterne-Buch noch zusteuern kann. Also kann es schon, aber aktuell würde ich das da nicht einkategorisieren. Aktuell wäre ich eher bei so einer 4, weil es sich sehr gut und schnell weglesen lässt, weil es spannend ist, weil ich nicht wirklich weiß, was noch passieren wird. Und vor allem, weil es sich einfach sehr rasant lesen lässt und ich gerne weiterlesen möchte. Ich bleibe dabei, dass die Art und Weise, wie es erzählt wird, am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, was vor allem einfach an der Erzählweise unserer Protagonistin liegt, die, glaube ich, immer noch relativ jung ist, aber auch nicht so jung. Also sie ist kein kleines Kind mehr, sie ist auf jeden Fall mindestens mal ein Teenager. Aber ich kann immer noch nicht das Alter genau absehen. Aber ich würde mal schätzen, so irgendwas zwischen 14 und 16. Ist aber vielleicht auch gar nicht so relevant am Ende. Der Erzählstil ist halt sehr einfach gehalten, dadurch, dass es eben ihr Tagebuch ist. Aber es lässt sich dadurch halt auch super schnell weglesen. Die Kapitel und die Absätze sind halt sehr kurz, sehr knackig und prägnant meistens gehalten. Und es lässt sich eben schnell lesen. Ich habe auf jeden Fall Bock, später weiterzulesen und das ist schon mal immer ein gutes Zeichen. Ich weiß aber auch, dass es heute hier knallenheiß wird. Also mein Plan wäre, weil wir später auch noch einkaufen müssen,
mich heute Abend, insofern ich das zeitlich hinbekomme, mich in die kühle Wanne zu schmeißen, da den Rest vom Tag zu verbringen und zu lesen. Bis dahin ist jetzt bei mir aber erstmal Stream angesagt, der geht bis heute Nachmittag. Dementsprechend werde ich auch erst heute Nachmittag oder Abend weiterlesen können. Und ich schätze mal, morgen kann ich euch das nächste Update geben. Aber bisher bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit meiner Auswahl. Ich freue mich, dass ich da endlich dazu gegriffen habe. Und ich denke, wenn das so weitergeht, werde ich mir auf jeden Fall auch die anderen Bücher im Anschluss zeitnah anschauen, dass es nicht so eine angefangene und nicht beendete Reihe nachher ist. Aber jetzt erstmal abwarten, wohin das zusteuert. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe natürlich, dass es noch in eine 5-Sterne-Richtung geht. Wobei ich, wie gesagt, aktuell eher so bei einer 3,5 bis 4 wäre. Bin mal gespannt, wo das noch hinführt. Und ich bin auch schon am Überlegen tatsächlich, ich bin schon einen Schritt weiter und habe schon überlegt, was wir als nächstes lesen, falls das kein 5-Sterne-Buch wird. Und habe mir da, glaube ich, auch schon was rausgepickt. Aber ja, gucken wir dann auch spontan. Zeit für ein Update, denn ich habe die Welt, wie wir sie kannten, tatsächlich ausgelesen. Das ging irgendwie schneller, als ich dachte, weil sich das wirklich sehr gut weglesen lassen hat. Und ich muss sagen, ich bin sehr gespannt auf die fortführenden Bände, denn was ich jetzt schon rausfinden konnte, ist, dass eben es nicht um dieselben Personen geht in den zwei weiterführenden Büchern. Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich nach diesen Geschehnissen spielt oder parallel oder wie oder was. Ich bin sehr, sehr gespannt und werde das auf jeden Fall weiterverfolgen. Vorab, ich bin sehr froh, dass ich dieses Buch jetzt endlich gelesen habe, dass ich das abhaken kann sozusagen, weil das wirklich sehr lange ungelesen war. Und jetzt, was soll das mit dem Licht heute? Ich sag's euch, heute ist so ein permanentes Hin und Her. Kurz ist Sonne da, dann ist wieder alles verdüstert mit grauen, dunklen Wolken. Es kann sein, dass es jetzt ein bisschen dunkler ist, aber I don't know. Das wird sich noch ein paar Mal wahrscheinlich drehen heute. Naja, aber ich denke, ihr könnt mich halbwegs gut erkennen, deswegen egal. Es geht auch nur um ein kurzes Update. Also, wo bin ich stehen geblieben? Ich bin sehr froh, dass ich das endlich gelesen habe, dass ich da einen Haken dahinter machen kann, dass mir das gut gefallen hat, dass ich die Reihe auch weiterlesen möchte und dass sich das irgendwie gelohnt hat. Und es ist gerechtfertigt irgendwo, dass die bei mir im Regal stehen. Aber hat es denn 5 Sterne bekommen? Nein! Es hat tatsächlich 3,5 Sterne bekommen. Ich habe es doch noch mal ein bisschen heller gemacht. Dieses Buch hat 3,5 Sterne bekommen von mir, weil es wirklich ein solides, gutes Buch war. Es ist ein gutes Jugendbuch, es ist ein gutes Buch auch allgemein, das sich gut weglesen lässt. Ich weiß nicht, ob das Debüt der Autorin ist, ob sie noch was anderes geschrieben hat, das muss ich mal noch recherchieren. Aber ich denke einfach, das, was es sein soll, so wie es aufgebaut sein soll, hat es gut funktioniert. Es gab aber so ein paar Punkte, die mich gestört haben. Zunächst muss ich sagen, dass dieses Buch locker 100 Seiten kürzer hätte sein können. Es hat ein bisschen was über 400 Seiten und ich finde, das war jetzt definitiv nicht nötig, um die Missstände, die herrschen, darzustellen. Es verdeutlicht aber so ein bisschen diese Atmosphäre, die da herrscht, denn ich glaube, es geht ja im Prinzip darum, dass die Welt mehr oder weniger untergeht, gefühlt. Denn der Mond rückt sehr viel näher an die Erde ran und deswegen passieren ganz viele Unglücke, also Tsunamis kommen auf, es gibt Erdbeben, die Gezeiten verändern sich eben. Es kommt vermehrt zu Vulkanausbrüchen, die dann auch wieder für verschmutzte Luft sorgen und so weiter. Stromausfall, kein fließend Wasser mehr. Es nimmt halt immer weitere Steps an in so einem Katastrophenszenario, die auch ehrlich sehr erschreckend und sehr bedrückend sind. Also es ist auch wirklich dafür, dass es ein Jugendbuch ist und so ernste Themen behandelt. Hier ist es auch sehr düster an vielen Stellen, muss ich ehrlich sagen. Aber es bildet halt diese Situation, wenn man sich da reinversetzt, sehr gut ab. Es ist halt sehr unbeschönigt. Und das mochte ich auch daran. Aber was man halt sagen muss, ist, dass es eben auch dadurch sehr lang gezogen ist. Also es passiert halt auch nicht so viel. Dieses Buch bildet vor allem eigentlich eine Atmosphäre. Es zeigt auf, in was für einen Überlebensmodus der Mensch schalten kann. Es ist dadurch sehr interessant, teilweise auch sehr erschreckend gestaltet. Das bringt total viel zum Nachdenken, finde ich. Aber es ist kein spannendes Leseerlebnis. Und trotzdem, ich möchte halt nicht spoilern, aber trotzdem, was dieses Buch definitiv geschafft hat, war, mich emotional anzurühren. Denn ich habe richtig mitgefiebert in dem Sinne. Ich habe so richtig diese Hoffnung an manchen Stellen mitverspürt, die Charaktere erleben dürfen. Und habe teilweise wirklich feste die Daumen gedrückt, dass sie die nächste Hürde auch noch packen. Und das hat mich auf jeden Fall emotional sehr,
sehr berührt und sehr viel zum Nachdenken gebracht. Und deswegen war es ein solides, auf jeden Fall ein sehr, sehr solides, gutes Buch, aber kein 5-Sterne-Leseerlebnis. Ich freue mich aber, wie gesagt, sehr auf die anderen beiden Bände, die ich definitiv mir noch irgendwann vornehmen werde. Und alleine das hat sich jetzt definitiv gelohnt. Es war vielleicht nicht das 5-Sterne-Buch, aber ein sehr solides Buch, ein gutes Buch. Und ich bin gespannt, wie sich die Reihe fortführt, ob es da vielleicht sogar noch eine Steigerung gibt und werde euch auch das natürlich irgendwann dann entsprechend wissen lassen. Jetzt geht es aber erstmal um die Bücher, die ich als 5-Sterne-Vorhersagen hatte. Das war ein Fail, das war kein 5-Sterne-Buch. Das nächste, was ich mir jetzt vornehmen werde, und ich werde heute anfangen, das zu lesen, ist Frauen, die Blumen kaufen von Vanessa Montfort. Ich hatte erst überlegt, mir die ganzen Bücher jetzt einmal zu nehmen und die ersten Kapitel anzulesen und euch so ein bisschen zu berichten. Aber als ich die alle gerade eben in die Hand genommen habe, hat sich das irgendwie richtig angefühlt, einfach dieses Buch endlich zu lesen. Denn auch das liegt ja schon sehr lange hier und auch das kribbelt mir schon sehr lange in den Fingern. Ich finde die Grundidee total interessant, dass sich da 5 Frauen unabhängig voneinander, jede mit ihrem Schicksal beschäftigt, jede kauft aus einem anderen Beweggrund raus Blumen in eben diesem Laden in Madrid, den es auch wirklich gibt. Und ja, treffen alle aufeinander und das verändert das Leben all dieser Frauen. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Deswegen, ich habe einfach Bock, ich werde es anfangen zu lesen und euch nachher berichten. So, da bin ich euch schon wieder. Ich habe mich jetzt gerade eben entschieden, den Winkel ein bisschen zu ändern, in der Hoffnung, dass das Licht hier vielleicht ein bisschen beständiger bleibt. Aber ich glaube, ich bin schon wieder komplett überlichtet. Perfekt. Ich habe jetzt schon einiges an Seiten gelesen. Ich bin jetzt auf Seite 206 schon angelangt und bin etwas zwiegespalten, was das Buch angeht. Denn einerseits finde ich es sehr cool und sehr interessant, was hier an Frauenpower aufgefahren wird, was hier an Perspektiven geschaffen wird. Kann mich aber nicht so ganz entscheiden, ob ich das Verhalten einer dieser Frauen nicht ein bisschen übergriffig fast schon finde. Das Licht tut nach wie vor, was es will, und ich habe versucht, den Blickwinkel irgendwie zu ändern, aber ich glaube, es hat nicht so gut funktioniert. Anyways, ich habe tatsächlich jetzt schon gelesen bis Seite 206, also schon ein gutes Stück rein, nicht ganz die Hälfte, aber fast. Und ja, es lässt sich sehr gut weglesen, aber ich bin auch ein bisschen unschlüssig, was ich davon halten soll. Ich finde es einerseits sehr schön gestaltet, weil man eben diese 5 Frauen hat, die alle sehr unterschiedlich sind vom Typ. Jeder hat so ihr eigenes Päckchen, ihre eigene kleine Last mit sich rumzutragen und die haben sehr unterschiedliche Lebensgeschichten auch. Und unsere Protagonistin ist eigentlich Marina, die ihren Partner verloren hat. Also der ist verstorben und sie ist, findet sich plötzlich als Witwe wieder und bemerkt durch den Kontakt mit diesen anderen Frauen und durch das Austauschen mit denen, dass sie im Leben immer die Beifahrerin war, also dass sie nie selber das Steuer richtig in der Hand hatte und verarbeitet gerade sehr viel darin und versucht, glaube ich, rauszufinden, wer sie jetzt eigentlich ist und wer sie sein möchte. Und wie sie ab diesem Punkt dann einen Wendepunkt entfalten kann, wie sie das schaffen kann, neu anzufangen. Und die anderen Frauen, die haben ihre eigenen kleinen Hürden zu nehmen, sage ich mal, und alle befinden sich aber an so einer Art Wendepunkt im Leben, ob sie das gerade schon wahrhaben wollen oder nicht. Und dieses Buch behandelt enorm viele Themen, die einem so im Leben eben begegnen können und macht das auf eine sehr humorvolle, aber auch direkte Art und Weise und das verknüpft eben mit einer schönen Geschichte und vor allem sehr viel verknüpft mit der Sprache der Blumen, um die es hier viel geht. Denn das Buch heißt ja auch Frauen, die Blumen kaufen. Es spielt in einem Blumenladen, den es tatsächlich so gibt in Madrid, den El Jardín del Ángel oder Angel. Ich bin das Spanisch nicht mächtig, ich kann das nicht so schön aussprechen. Aber auf jeden Fall gibt es diesen Blumenladen wirklich und die Besitzerin ist Olivia, zumindest hier im Buch, und sie ist auch so ein bisschen der Knotenpunkt von allem. Das hat mich am Anfang auch zunehmend verwirrt, weil die ganze Zeit von 5 Frauen die Rede war. Mit Olivia sind es aber 6. Und ich glaube, Olivia wird hier so ein bisschen ausgeklammert. Und das ist auch so der Charakter, der hinter all dem steht, von dem man am wenigsten weiß. Und ich bin sehr gespannt, ob da noch irgendwas kommt, weil das verstehe ich noch nicht so ganz. Wer ist sie eigentlich? Warum weiß sie so viel? Also Olivia ist einfach so dieser mysteriöse Charakter. Und die anderen Frauen sind sehr... Sie kriegen langsam Tiefe, die Charaktere. Ich fand es am Anfang alles noch so ein bisschen oberflächlich. Das hat mich, glaube ich, auch gestört. Und vor allem finde ich das Verhalten stellenweise, gerade von Olivia, etwas übergriffig, muss ich ehrlich sagen. Es hat mich am Anfang auch ein kleines bisschen gestört, weil sie sich einfach Dinge rausnimmt, zu behaupten, gerade über Marina, die gerade erst eingeführt, die lernen sich gerade erst kennen und Olivia überfährt sie praktisch mit
manchen Dingen. Und ich glaube, das tut sie natürlich, um sie so ein bisschen aus dem Schneckenhaus rauszukitzeln, was total schön ist. Aber an mancher Stelle im Buch finde ich es ein bisschen zu drastisch, ein bisschen zu übergriffig fast schon, weil jeder Mensch funktioniert ja auch ein bisschen unterschiedlich. Insgesamt unterhält es mich aber bisher sehr gut. Ich bin sehr gespannt, wo die Frauen alle hinsteuern. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das ein 5-Sterne-Buch wird. Also ich muss das leider jetzt schon sagen. Ich glaube... Also ich gebe die Hoffnung nicht auf, aber ich glaube nicht, dass das auf ein 5-Sterne-Buch hinsteuert. Da fehlt mir alleine schon der sprachliche Reiz daran. Also ich finde, es ist nett geschrieben, aber es haut mich sprachlich nicht wirklich um. Das mag wahrscheinlich auch an der Übersetzung liegen. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist bestimmt, vielleicht ist es sogar aus dem Spanischen übersetzt. Die Autorin ist auf jeden Fall in Barcelona geboren. Ja, ist auch übersetzt aus dem Spanischen von Johanna Schwering. Also vielen Dank dafür fürs Übersetzen. Ist auch das erste und ich glaube auch einzige Buch bisher von der Autorin im deutschen Sprachraum, das übersetzt wurde. Und ich denke, das merkt man einfach, dass sich der Schreibstil nicht ganz so fließend irgendwie anfühlt. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Was mir in dem Buch aber eben, wie gesagt, sehr gut gefällt, ist, dass es eben stellenweise sehr direkt ist und dass es viele, ja, problematische Themen, die auch bis heute eben noch andauern, gerade was die Stellung der Frau betrifft in manchen Punkten, sehr gut aufzeigen und auch dieses emotionale Konstrukt sehr gut aufzeigen, was, glaube ich, viele Frauen nachvollziehen können, die dieses Buch vielleicht lesen, diesen Zwiespalt, den manche der Charaktere hier empfinden, sei es jetzt eben zwischen Familie und Karriere oder der eigenen Leidenschaft und den nicht erfüllten Punkten in einer Beziehung und so weiter und so fort. Das ist ein ganz breites Feld, das da aufgemacht wird. Und ich finde es einfach sehr interessant und sehr, ja, bildhaft und sehr deutlich dargestellt und mag das sehr. Plus, dass es eben eine wirklich unterhaltsame Geschichte ist soweit. Ich denke, man darf einfach nur nicht vergessen, dass es eben auch einen Gegenpart hierzu gibt. Ich meine, das Buch heißt Frauen, die Blumen kaufen. Es geht hier um die weibliche Seite, vor allem in all diesen Beziehungen. Und die wird natürlich extrem stark herausgestellt. Ich habe nur ein bisschen Bedenken, dass es vielleicht etwas zu einseitig dargestellt sein könnte, wenn man nicht mit dem... Wie soll ich sagen? Mit dem richtigen Mindset das liest. Und es bildet halt einfach nur die weibliche Seite hier ab. Also die Seite dieser 5 Frauen, die gerade in dieser Lebenssituation sind. Und das ist auch völlig fein. Und so ist der Titel und so soll es sein. Ich denke einfach nur, das sollte man beim Lesen im Hinterkopf behalten. Und davon abgesehen ist es, wie gesagt, sehr, sehr schön, das zu lesen bisher. Und ich bin mal gespannt. Aber wie gesagt, 5 Sterne sehe ich noch nicht. Also, ich habe es noch mal ein gutes Stückchen weitergelesen. Und ich muss sagen, es macht immer mehr Spaß, Zeit in dem Buch zu verbringen. Vielleicht auch einfach, weil man die Charaktere immer besser kennenlernt, weil die mehr Tiefe bekommen und das nicht mehr so oberflächlich alles ist. Und ich finde, dass gerade, also ich bin gerade an der Stelle, wo einfach sehr deutlich gemacht wird, dass Grenzen setzen für sich selbst und auch für andere total wichtig ist und dass man manchmal wirklich so ein... Manchmal hat man so einen Moment der Erkenntnis und den haben hier 2 Personen gerade sehr doll und das finde ich irgendwie sehr schön, das so mitzubekommen, zu sehen, wie sich die Charaktere auch wirklich weiterentwickeln. Die einzige Unbekannte ist eigentlich immer noch Olivia. Das ist noch so dieses eine Ding, wo ich mich frage, ob wir da jemals mehr Einblick bekommen, wer Olivia eigentlich ist, woher sie all ihre Weisheiten nimmt, wie ihr Leben aussieht, wie ihre Vergangenheit ist. Das ist wirklich so eine ganz große Unbekannte, die mich so ein bisschen stört fast schon, weil sie so einen krassen Impact hat auf diese anderen Frauen und alles, was da passiert, aber selber einfach nicht wirklich zutage tritt, sage ich mal. Also es ist, ja, ich bin mal gespannt, ob da noch was passiert, aber ja. Ich merke gerade, der Winkel hier im Bett ist irgendwie nicht so das Beste. Ne? Es ist ein bisschen schwierig, hier was aufzunehmen. ja, aber ich dachte, ich gebe euch ein kurzes Update, weil es mir bisher wirklich gut gefällt, sehr viel Spaß macht und ich hoffe, dass ich das heute vielleicht ausgelesen bekomme. Das wäre cool. Okay, also, ich habe inzwischen wieder angefangen, in Büchern zu markieren, wie man hier sehen kann, weil es so ein paar markante Momente gab, wo ich dachte, ja, warum mache ich das eigentlich nicht? Ich hatte keinen Stift zur Hand, kein Tab, nichts. Und es gab so ein paar Stellen in dem Buch, die ich wirklich sehr gerne markiert hätte und habe jetzt irgendwo nach Seite 200 angefangen, das auch wieder zu tun. Und wie ihr seht, ist da auch schon wieder einiges angetappt.
Ich bin immer noch nicht fertig. Ich habe noch gut 100 Seiten vor mir. Ich hoffe, dass ich die heute endlich erledigt bekomme, um zum nächsten Buch dann übergehen zu können, weil ich bin mir ziemlich sicher inzwischen, dass es kein 5-Sterne-Buch wird. Was aber nicht bedeutet, dass es schlecht ist. Ich finde, dieses Buch hat sehr viele positive Eigenschaften. Ich lese es gerne. Ich halte mich inzwischen gerne mit den Charakteren und den Frauen auf. Bin auch ein Stück weit interessiert daran, wie deren Geschichte weiterläuft, wobei ich sagen muss, dass einige dieser Charaktere für mich immer noch zu oberflächlich sind. Ich habe noch nicht so diesen tiefen Einblick bekommen, was eben auch schwierig ist. Bei 6 verschiedenen Frauen von Olivia wissen wir, stand jetzt immer noch nicht wirklich viel. Es wurden so ein paar Andeutungen gemacht, aber mehr nicht. Warum sie so ist, wie sie ist und was eigentlich ihre Lebensgeschichte ist, I don't know. Und ich glaube auch nicht, dass in den letzten 100 Seiten da so viel dem gewidmet wird. Aber ich bin gespannt. Ich hoffe, dass vielleicht sie so eine Art eigenes kleines Kapitel bekommt, wo ein bisschen mehr noch über ihre Person einfach erzählt wird. Und sie nicht diese mysteriöse Puppenspielerin im Hintergrund bleibt. Und bei den anderen Charakteren, wie gesagt, deren Verlauf ihrer Geschichte, ihres Lebens interessiert mich schon. Aber es ist halt zu wenig. Also ich bräuchte einen tieferen Einblick dahin. Und ich habe das Gefühl, dass sich das Buch halt in manchen Momenten auch sehr viel wiederholt und sehr viel so eine Art Weisheiten von sich gibt, die zwar angebracht sind, die einem auch helfen können, glaube ich, in gewissen Momenten des Lebens, aber die halt auch sehr platt manchmal wirken. Ich meine das gar nicht böse, weil insgesamt ist das ein sehr schönes Buch, das auch eine sehr tolle Aussage, glaube ich, hat, die gerade Frauen, egal welchen Alters, irgendwie ein sehr positives Gefühl und so ein bisschen so einen Kampfgeist vermitteln kann. Also das Gefühl habe ich hier zumindest, man fühlt sich irgendwie bestärkt, man hinterfragt gewisse Dinge, was ich sehr wertvoll finde. Weil auch ich habe hier in manchen Momenten innegehalten und halt wirklich nachgedacht und wie gesagt hinterfragt, reflektiert. Und das ist immer was Positives oder was Wertvolles, sage ich mal. Und das hat das Buch auf jeden Fall geschafft. Plus, dass ich natürlich gerne wissen möchte, wie die Reise unserer Protagonistin hier eigentlich ausgeht. Also es lässt sich einfach gut lesen. Es ist ein solides Buch, aber kein 5-Sterne-Buch in meinen Augen. Ich tendiere da eher gerade so Richtung 3-3,5 Sterne wieder. Plus, was ich halt sagen muss, vielleicht löst sich das noch so ein bisschen auf, wie gesagt, wenn man ein bisschen mehr über Olivia erfährt, wer sie eigentlich ist, was sie dazu bewegt, so harsch manchmal auch zu sein. Aber ich finde teilweise ihre Art und Weise, das habe ich ja schon mal gesagt, sehr unsensibel. Ich finde das nicht so schön. Klar ist das manchmal wirkungsvoll. Manchmal muss man sehr direkt zu einer Person sein, gerade wenn man sie gern hat und wenn das schwer ist. Aber dann muss man sagen, ey, das und das finde ich nicht gut. Raff dich auf, mach endlich was. Hör auf, in Selbstmitleid zu baden, zum Beispiel. Das wirkt dann erstmal sehr ruppig, aber ist halt eigentlich lieb gemeint. Also man möchte ja nur das Beste für die andere Person. Aber trotzdem finde ich ihren Ton und ihre Verhaltensart manchmal ein bisschen kritisch. Und ich finde manche Aussagen in dem Buch auch sehr platt, wie gesagt. Also ich finde manche Aussagen einfach kritisch. Aber auch da gehört es ja dazu, dass man das selber eben für sich einordnet, einsortiert und reflektiert. Und dafür ist das Buch wiederum gut. Also es ist bisher, wie gesagt, solides Buch. Ich bin froh, dass ich das endlich lese. Ich finde es auch schön. Ich finde die Grundidee nach wie vor schön. Ich finde diese Zusammenkunft dieser Frauengruppe toll, wie die sich so gegenseitig auch bestärken, füreinander da sind und so weiter. Also es hat viele positive Eigenschaften, aber fühlt sich nicht nach einem 5-Sterne-Buch an, muss ich leider ehrlich sagen. Aber ich werde euch ein abschließendes Fazit geben, wenn ich die letzten 100 Seiten gelesen habe, was hoffentlich heute endlich der Fall sein wird. Und dann bin ich schon am Überlegen, was denn das nächste Buch werden könnte. Ich glaube, ich werde einfach von allen anderen Büchern, die jetzt noch übrig sind, mal das erste Kapitel anlesen, um zu schauen, was mich am meisten packt, was mich am meisten so kribbelt, zieht, wie auch immer, so dieses Gefühl einfach gibt, so, oh ja, das könnte es jetzt sein. So. Ich hoffe, das bringt was. Okay, Freunde, ich habe jetzt hier diesen ganzen Buchstaben nochmal vor mir, habe von allen Büchern, die noch übrig sind, das erste Kapitel angelesen, um einschätzen zu können, was ich als nächstes lesen möchte, wovon ich akut davon ausgehe, dass es wirklich ein 5-Sterne-Buch gibt, denn bisher hat das ja leider nicht so ganz funktioniert.
Ich muss sagen, die Entscheidung ist mir ziemlich einfach gefallen, denn ich habe, wie gesagt, alles angelesen. Bei Niemand liebt November war ich mir gleich sicher, ich möchte das gerne lesen. Aber im Oktober, November, wenn es noch ein bisschen kälter, ein bisschen düsterer draußen wird, dass es auch wirklich in dieses Stimmungsbild reinpasst, weil aktuell ist noch so zwischen Sommer und Herbst. Und ich bin zwar keine saisonale Leserin, also im gröbsten Sinne, aber trotzdem möchte ich dieses Buch gerne irgendwie mir noch ein bisschen aufsparen, möchte es aber unbedingt dieses Jahr wirklich endlich lesen. Wild Beauty hatte ich ja schon mal angelesen und auch das ist ein Buch, das ich wirklich sehr gerne lesen möchte. Da ist aber das wirklich so ein 50-50-Ding, ob es jetzt 5 Sterne gibt oder nicht, so vom Gefühl her, weil ich habe von Anna-Marie McLemore ja schon Sachen gelesen und ich weiß, dass es sehr abgefahren ist, dass es sehr weird ist, ein schöner Sprachstil, aber trotzdem auch sehr viel Aufmerksamkeit erfordert und ich weiß nicht, es ist mir einfach ein bisschen zu risky, wäre aber in der engeren Auswahl. Dasselbe gilt für Das Leben nach Bu. Ich glaube, dass das auch ein sehr, jetzt so vom ersten Eindruck her, glaube ich, dass es ein sehr besonderes Buch ist und dass es vielleicht ein 5-Sterne-Buch werden könnte, wie zum Beispiel Ich und die Menschen von Matt Haig, dass es in so eine Richtung geht, vom Stil her, vom Niveau her und allem. Aber irgendwas hat mir noch gefehlt beim ersten Kapitel. Ich denke, das ist ein Buch, da muss man sich auch ein bisschen reinfühlen. Und ich finde es auch interessant, wie es aufgebaut ist, dass da sehr viel mit chemischen Formeln auch um sich geworfen wird. Und das ist auch irgendwie nach dem Periodensystem aufgebaut, von den Kapiteln her. Aber irgendwas, es hat so ein kleiner Funke hat mir noch gefehlt, um zu sagen, das ist es jetzt. Kai Meier, großartig. Ich muss sagen, alleine die Aufmachung von dem Buch ist der Hammer. Ich hatte vergessen, dass da so viele Skizzen und Sachen vorne drin sind im Buch. Ist großartig, wirklich sich das anzuschauen. Und ich habe auch so richtig in mir kribbeln gespürt, ich hätte Bock mal auf so ein Sci-Fi-Buch, mich mal so richtig reinfallen zu lassen in Science-Fiction. Noch ist die Zeit nicht reif für dieses Buch. So, und die wirklich enge Auswahl waren am Ende 4 Bücher. Und ich muss halt sagen, Runas Schweigen von Vera Buck klingt unfassbar interessant. Ist aber ein ziemlicher Schinken und ich glaube auch ziemlich komplex. Und wäre aber, wie gesagt, in der engeren Auswahl gewesen. Genauso wie Die Braut von Anita Terpstra. Ich glaube, Die Braut, wenn das Buch, das ich mir rausgesucht habe, nicht funktioniert, werde ich es mit Die Braut versuchen. Weil Anita Terpstra hat mich schon mal umgehauen mit einem Thriller. Da ist aber eben so die Frage, ob sie das nochmal schafft. Es gibt wenige Thriller-Autoren, die das können, die mich wirklich mehrfach so überrascht haben, dass es ein 5-Sterne-Buch gab. Die Ausgangssituation klingt aber wieder sehr verzwickt und sehr interessant. Und ich habe so alleine vom Klappentext her jetzt keine Ahnung, was dahinter stecken könnte. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und ich glaube, dass es halt ein sehr rasant und schnelles Buch sein könnte, das die Spannung mitbringt, das mich gut unterhält und das mir am Ende vielleicht wirklich so einen richtigen krassen Plot-Twist serviert, den ich nicht kommen sehe, sodass es ein 5-Sterne-Thriller werden könnte. Deswegen wäre das, glaube ich, so mein Backup. Dann habe ich mir wirklich noch überlegt, Der Kuss der Lüge zu lesen von Mary E. Pearson, weil sich das auch sehr gut anliest und man so richtig, wie gesagt, ich habe so richtig Bock auf so ein Fantasy-Abenteuer eigentlich und mich so auf den Herbst irgendwie einstimmen und das hat sich richtig gut angehört. Aber, und das ist auch so ein Ding, Jugendbücher, also so ähnlich wie Thriller, ist auch bei Jugend-Fantasy-Büchern inzwischen so, dass wirklich ein sehr marginaler Teil es schafft, mir wirklich 5 Sterne zu entlocken. Das mag daran liegen, dass ich halt nicht mehr die Hauptzielgruppe bin. Ich bin halt keine 15, 16 mehr. Nichtsdestotrotz gibt es Jugendbücher, die mich so krass packen, die mich so begeistern, dass sie 5 Sterne bekommen. Zum Beispiel die Luna Chronicles von Marissa Meyer. Großartige Reihe und ich bin überzeugt davon, dass die auch heute noch 5 Sterne mitbekommen würden von mir. Müsste ich aber vielleicht dringend nochmal lesen. Da ich jetzt halt schon 2 Griffe daneben gemacht habe, dachte ich, ich gehe mit etwas, was mich wirklich direkt packt, direkt irgendwie mitreißt. Und ich muss sagen, Margaret Atwood hat es mit Alias Grace definitiv geschafft. Die Ausgangssituation, Banger. Also man will halt einfach wissen, what the fuck happened. Weil es geht hier um eine 16-Jährige, also in der Ausgangssituation um die 16-jährige Grace, die als Dienstmädchen angestellt ist und des Doppelmordes angeklagt wird, ihrer Hausherrin, sage ich mal, und kommt dafür hinter Gitter. Und 8 Jahre später, sie wird jetzt 24, kriegt sie irgendwie Besuch von einem Nervenarzt, der sich irgendwie direkt in sie verliebt, von ihrer Art her. Und die große Frage, die halt im Raum steht, ist sie denn wirklich schuldig oder sitzt sie völlig zu Unrecht hinter Gitter? Und das Ganze wird auch aus Grace Sicht erzählt. Und ich finde,
Margaret Atwood schlägt hier so einen Erzählstil an. Ich habe sofort Gänsehaut bekommen. Ich habe mich sofort reingefühlt. Ich will unbedingt wissen, wie das weitergeht. Und ja, auch das ist ein relativ dicker Schinken. Es ist super klein geschrieben. Hat über 600 Seiten. Ist riskant. Aber ich habe es einfach gespürt. Und ich glaube fest daran, dass das ein 5-Sterne-Buch werden könnte. Deswegen wäre das das Nächste in der Reihe. Und auch ich möchte wissen, ob Grace schuldig ist oder nicht. Und ich bin sehr gespannt, ob das überhaupt aufgelöst wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein Buch ist, wo nachher zwar ganz viele Andeutungen in eine Richtung gehen, aber dass es nie wirklich aufgeklärt wird. Ich will wissen. Freunde, ich muss euch ein ganz kurzes Update geben. Ich habe leider nicht viel Zeit, aber ich wollte mich noch mal kurz melden bezüglich Alias Grace von Margaret Atwood. Ich bin inzwischen auf Seite 133 angekommen und ich glaube, wie man anhand der recht vielen Klebzettel im vorderen Bereich schon sehen kann, bin ich bisher sehr, sehr angetan von dem Buch und ich habe ein sehr gutes Gefühl, was diese 5 Sterne eventuell angeht. Ich kann fast nicht aufhören zu lesen. Ich habe gestern noch ein anderes Buch beendet für ein anderes Projekt und kann mich jetzt voll und ganz auf Alias Grace einlassen und ich kann es nicht erwarten, nachher weiterzulesen. Ich bin jetzt für ein paar Stunden verhaftet sozusagen, weil ich gleich in den Stream springe, aber danach habe ich vor, heute Abend auf jeden Fall spätestens nach dem Abendessen nochmal eine gute Weile zu lesen und da nochmal ein Stück voranzukommen und werde euch dann auf jeden Fall auch updaten. Aber ich wollte einfach schon mal kurz reinschalten und einfach schon mal ein kurzes Update geben, weil ich glaube, zu dem Buch kann man relativ viel nachher sagen. Und ich finde, obwohl ich jetzt ja im ersten Sechstel oder im zweiten Sechstel noch festhänge von dem Buch, dass sich schon sehr viele Dinge sehr gut rauskristallisieren, wie zum Beispiel, wie die Stellung der Frau zu dieser Zeit hier herausgearbeitet wurde. Das Ganze spielt ja 1843 in Toronto und geht ja um Grace Marks, die des Doppelmordes angeklagt wurde. Das Ganze basiert ja auch auf einem wahren Fall, was ich vorher auch nicht wusste und sehr interessant finde, dass es eben wirkliche historische Begebenheiten als Basis hat, auch wenn das natürlich eine fiktive Geschichte ist. Das wird auch extra nochmal erwähnt, das ist Fiktion, aber basiert eben auf wahren Charakteren und wahren Vorkommnissen. Und es sind auch immer wieder sehr interessante Einschübe dabei, die, glaube ich, tatsächlich echte Dokumente auch darstellen, echte Schriftstücke zeigen, die eben im Originalfall vorlagen. Da werde ich aber nach dem Lesen oder währenddessen auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr recherchieren, um da genauer was dazu sagen zu können. Ich finde es bisher auf jeden Fall sehr interessant strukturiert und aufgebaut, weil es ist keine so eine einfache Erzählung, die am Stück fortfließt, sondern es ist wirklich wie immer wieder unterbrochen durch verschiedene Briefe, durch verschiedene Blickwinkel da drauf. Und es wird auch aus verschiedenen Perspektiven bespielt. Also nicht nur aus der Sicht von Grace, was ich bisher immer am liebsten lese, sondern eben auch aus der Sicht von zum Beispiel dem Psychologen, mit dem sie dann spricht, beziehungsweise Nervenarzt wird das da genannt. Und auch aus der Sicht mehrerer anderer Personen, die da einfach automatisch mit reinkommen durch Briefe und dergleichen, was da aufgezeigt wird. Und ich finde es bisher super, super interessant und spannend und freue mich richtig weiterzulesen. Und ich muss auch sagen, obwohl das Buch so eine gewisse Dicke hat, habe ich das Gefühl, dass man da durch die Seiten fast schon durchfliegt. Und freue mich riesig, da später weiterzulesen. Also so viel schon mal zu dem Update. Ich bin guter Dinge, dass wir vielleicht hier das letzte Buch dieses Videos in den Händen halten. Aber noch will ich nichts beschreien. Ich weiß es ja noch nicht, aber es fühlt sich gut an. Freunde, es ist Zeit für ein Update und ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Aber ich habe Alias Grace von Margaret Atwood ausgelesen. Tatsächlich, es ist durch. Und shame on me, ich wollte euch eigentlich gerne mehr updaten. Mein Plan war eigentlich am Samstag, da hatte ich frei, euch ein bisschen längeres Update aufzunehmen und dann das Buch zusammen mit euch auszulesen. Und Benny hat aber einen Überraschungsausflug geplant. Und wir waren dann den ganzen Samstag unterwegs und wir waren bei so einem riesigen Maislabyrinth. Ich war noch nie in so einem großen Maislabyrinth wie an diesem Tag. Und da haben wir tatsächlich auch eine ganze Weile Zeit verbracht und waren dann eben den restlichen Tag auch so noch unterwegs, waren noch am Meer und haben einfach den Tag sehr genossen. Und das Buch habe ich dann mehr oder minder am Samstag und am Sonntag vor allem abends auf der Couch einmal so weggelesen. Und ich habe
gar nicht richtig mitbekommen, dass ich am Ende des Buches bin. Also es war mir schon irgendwie bewusst, aber irgendwie auch nicht, weil sich das so in so einem Rutsch einfach durchlesen lassen hat dann, dass ich gar nicht mehr aufhören konnte und einfach auch sehr gefesselt war, weil ich fand gerade so das letzte Viertel von dem Buch, könnte man sagen, hat für mich dann nochmal deutlich an Spannung auch gewonnen, beziehungsweise einfach mein Interesse auch nochmal mehr geweckt, was da so zutage gefördert wurde, mir das geschrieben wurde und dann war es auf einmal ausgelesen. Wie man vielleicht schon erkennen kann, habe ich mir hier unzählige Stellen markiert innerhalb von dem Buch. Ich fand auch nicht, dass man dem Buch die Dicke angemerkt hat. Also das hat knapp unter 620 Seiten ungefähr. Ich habe nämlich auch das Nachwort der Autorin noch gelesen, das auch nochmal ein paar Seiten geht, wo sie einfach nochmal so ein bisschen was zu ihren Recherchen berichtet und wie es hier zustande kam und was hier eben war und was Fiktion ist und wie das eben so aufgebaut ist und woher sie denn ihre Informationen eben hat. Und ich fand das sehr, sehr interessant und habe deswegen auch das Nachwort noch mitgelesen. Denn es geht ja in Alias Grace um diese Doppelmorde, um Grace Marks, die den Doppelmorden angeklagt wurde. Und ich fand auch ganz am Ende hat auf einmal auch der Titel Sinn gemacht mit dem Alias Grace. Und ich fand einfach die Vermutung, die hinter der Auflösung steckt, ich möchte das natürlich jetzt niemandem vorwegnehmen, weil es stellt sich ja von dem Leser oder der Leserin von Anfang an die Frage, hat sie diese Morde denn nun begangen oder nicht? Und dann dazwischen wird so viel anderes noch, ich sage jetzt mal, aufgedeckt, in Frage gestellt oder einfach in den Fokus gerückt, wie zum Beispiel angefangen alleine schon die Stellung der Frau zu diesen Zeiten. Da gibt es so viele Stellen in diesem Buch, die sehr deutlich machen, wie enorm zu dieser Zeit eben noch die Rolle der Frau war, wie engstirnig das alles noch war und wie das einfach war zu der Zeit. Ich glaube, nicht nur bei Frauen, aber vor allem bei Frauen, wenn dir irgendwas angelastet wurde, egal was du dann gemacht hast, egal wie du dich verhalten hast, das wurde so hingedreht, dass man es dir anlasten kann. Also es wurde einfach alles in einen Beweis umgewandelt, dass diese Vermutung oder diese Behauptung, die aufgestellt wurde, einfach gestützt wird damit. Und was ich sehr interessant fand, war eben, wie gesagt, das Ende von dem Buch. Ich möchte da jetzt nichts vorwegnehmen, nichts spoilern, da doch auch noch einige Fragen offen bleiben bis zum Schluss. Und es aber schon Hinweise darauf gibt, was eventuell die Lösung oder die Auflösung des Rätsels sein könnte, ob Grace Marks diese Morde denn nun begangen hat und falls ja, wie und warum und überhaupt. Und ich fand das alles sehr, sehr interessant. Und vor allem fand ich einfach das so faszinierend, dass diese Geschichte, es ist ein dickeres Buch, es ist mit historischen Fakten gespickt, es ist sehr viel Historisches einfach da rein verarbeitet. Ich meine, das Ganze spielt eben 1843 und geht dann tatsächlich bis 1872, weil viel Rückblick eben auch passiert. Und ja, umfasst eben diese Zeitspanne. Dadurch ist da natürlich viel Historisches mit rein verarbeitet, sehr viel, dass man den Kontext der Zeit einfach auch hat. Und es ist aber zu keinem Moment langweilig, was alleine schon an dem Aufbau des Buches liegt. Ich finde das so faszinierend gemacht und wie viel Gedanken da reingeflossen sind, alleine schon, was die Kapitelüberschriften angeht, was ich erst im Nachgang dann auch oder mitten im Buch irgendwann gecheckt habe, als ich bei den Literaturverweisen hinten was nachgeschaut habe, habe ich gemerkt, da war dann auch ein Verweis drauf, dass alle Überschriften der Kapitel Muster sind von Kills. Also das ist jetzt total nichtssagend für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben, aber diese Kills, also diese sehr aufwendig verarbeiteten Decken, die zu der Zeit eben auch eine gewisse Bedeutung hatten, gerade für Frauen, die in ein heiratsfähiges Alter kamen, sage ich mal. Also das ist einfach was ganz Besonderes, was da auch erklärt wird. Und diese Überschriften haben immer total gut zu den Kapiteln gepasst. Und erst im Nachgang oder mittendrin, wie gesagt, habe ich dann geschnallt, dass das wiederum auch Muster waren von diesen Kills. Und um Näharbeiten und dergleichen dreht sich sehr viel, weil Grace Marks da sehr, sehr, sehr gut drin war und das eben immer wieder aufgegriffen wird. Und ich fand das einfach so faszinierend, wie viel Detailliebe da drin steckt und auch einfach allgemein, wie das Buch aufgebaut war, dass es eben überhaupt nicht langweilig wurde. Es war kein rasantes Buch, es war kein Buch, kein Page-Turner-Thriller, sondern es war wirklich eine, man könnte sagen, historische Kriminalgeschichte, die da aufgearbeitet wurde,
die dann aber auch eben durch Margaret Atwoods Raffinesse zum einen fantastisch geschrieben war und zum anderen so viele andere Themen noch beleuchtet, ganz viel die Frage auch nach der definitiven Wahrheit irgendwie sucht und oder halt in den Fokus stellt und dann eben auch sehr gesellschaftskritisch einige Dinge beleuchtet. Und ich fand das sehr, sehr, sehr gut und an vielen Stellen dann doch auch sehr emotional. Also ich habe dann doch auch irgendwann so eine Art Verbindung zu den Charakteren gespürt. Es gab Passagen, die habe ich lieber gelesen als andere. Ich habe das immer sehr genossen, von Grace Sicht aus zu lesen, also ihren Erzählungen einfach zu folgen. Es war aber auch fürs Gesamtkonzept sehr interessant, eben auch mal aus Sicht ihres Nervenarztes zu sehen, was sich für ihn gedankenmäßig abspielt, was da so im Hintergrund alles passiert, um da eben auch die Zusammenhänge klarer zu erkennen. Aber ich fand vor allem ab dem Punkt, als Grace und ihr Nervenarzt wirklich ins Gespräch, also in einen Dialog treten, in dem vielmehr oftmals Grace eine Art Monolog vollführt, die wir als Leser eben als ihre Geschichte dann lesen. Das hat mir eigentlich mit am besten gefallen und fand ich am spannendsten. Plus halt tatsächlich zu sehen, was für Fakten da alles drin stecken. Also rundum kann ich sagen, man kann es vielleicht schon raushören, Tatsache, das war ein Fünf-Sterne-Buch für mich. Ich hoffe, ich konnte irgendwie im Ansatz rüberbringen, wie gut dieses Werk verarbeitet ist. Klar ist es bestimmt auch nicht für jedermann gemacht. Ich glaube allgemein, Margaret Atwood mag nicht jeder. Ich finde diese Frau großartig. Ich finde es eine großartige Schriftstellerin und ich bin sehr, sehr bestrebt von ihr noch mehr zu lesen. Ich will auf jeden Fall noch Lady Oracle von ihr lesen und irgendwann werde ich mir bestimmt auch den Reportermarkt vornehmen, weil das habe ich immer noch nicht gelesen. Aber Freunde, was soll ich sagen? 5 Sterne. Was bedeutet, dass ich nach 3 Büchern tatsächlich ein 5-Sterne-Buch gelandet habe, sozusagen? Damals, als ich dieses Video gemacht habe mit den 5-Sterne-Vorhersagen, dachte ich natürlich wirklich, das werden alles 5-Sterne-Bücher. Die Welt, wie wir sie kannten, war das erste, was wir gelesen haben und ich bin auch sehr froh, dass wir das gelesen haben. Ich werde mich definitiv versuchen, auch alsbald wie möglich an die anderen beiden Bände ranzuwagen, um zu gucken, wie diese Trilogie dann in der Gesamtheit einfach wirkt, ob das dann vielleicht nochmal einen gewissen Mehrwert einfach auch bringt. Dann haben wir Frauen, die Blumen kaufen von Vanessa Mann vorgelesen und da ging es mir tatsächlich ähnlich. Da hatte ich mir wirklich mehr erhofft, muss ich ehrlich sagen. Da war ich leider auch ein kleines bisschen, das gerade so im Nachgang, wo ich nochmal ein bisschen drüber nachgedacht habe, wirklich so ein kleines bisschen enttäuscht fast schon. Aber umso besser, dass wir jetzt ein 5-Sterne-Buch gelesen haben mit Alias Grace und Margaret Atwood. Ich hatte wirklich ein bisschen Bedenken, dass es mir vielleicht nicht ganz so krass gut gefallen würde. Vor allem ganz am Anfang, da war ich zwar schon direkt irgendwie fasziniert davon, aber da habe ich noch gedacht, das könnte vielleicht auch eher so ein 4-Sterne-Buch werden. Und dann hat es aber irgendwie super schnell die Kurve gekriegt, als es eben angefangen hatte, dass Grace von ihrer Geschichte wirklich selber erzählt und einfach so dieser Einstieg in das Buch geschafft war. Das war für mich nicht holprig, das war auch nicht anstrengend oder irgendwas, aber ich finde, man hat da schon so einen kleinen Turn wahrgenommen und alles in allem war es für mich dann aber wirklich ein 5-Sterne-Buch und ich bin sehr, sehr happy damit, weil ja, das war einfach ein, wie es auch hier hinten drauf steht, ein großes Lesevergnügen, das einen aber auch sehr viel Kopfschütteln lassen hat, sehr viel innehalten lassen hat, sehr viel nachdenken lassen hat und einfach ein großartiges Buch, das ich jetzt stolz meiner 5-Sterne-Sammlung hinzufügen kann. Richtig, richtig gut. Ich bin sehr happy. Und ich weiß noch nicht genau, was ich von den anderen Büchern mir demnächst als erstes mal anschauen werde. Da sind jetzt doch noch ein paar Sachen übrig, wie zum Beispiel Runas Schweigen, Die Braut von Anita Terpstra habe ich noch im Kopf, Das Leben nach Bu, Der Kuss der Lüge. Also es sind wirklich auch noch eine bunte Vielfalt an Büchern ist noch offen, die ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen werde. Mal schauen, wann wir unser nächstes 5-Sterne-Vorhersage-Video hier machen werden. Falls ich das nochmal mache, nach dem letzten, ja, Reinfall. Das war aber auf jeden Fall ein sehr cooles Leseprojekt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du in dem Sinne jetzt so lange dran geblieben bist, dir das angeschaut hast. Falls du magst und dir das Video gefallen hat, lass gerne einen netten Kommentar da, drück auf den Daumen nach oben und vielleicht auch ein Abo da lassen. Dann verpasst du auch kein weiteres Video. Ich freue mich sehr auf die nächsten, die da kommen werden. Ich weiß ja schon, was kommt und was gerade geplant ist und was am Laufen ist. Und das nächste Leseprojekt startet nämlich direkt heute und ich bin sehr aufgeregt, aber ich freue mich mega drauf. Und freue mich natürlich auch, wenn du wieder einschaltest beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Liebe und viel Lesen nicht vergessen. Ciao!